Und jetzt kam nochmal ein Gruß aus Potsdam, von der Mahnwache Potsdam. Ganz kurz nochmal ein Gruß. Hallo, ich bin der Jan und ich soll euch ein ganz großes Hallo aus Potsdam mitbringen. Ich freue mich besonders, dass ich jetzt hier bin. Ich bin nämlich selber Hannoveraner. Ich bin hier geboren, vor über 50 Jahren, dann nach Schweden gegangen und jetzt auch meistens in Potsdam. Wir hatten jetzt neulich die 25. Mahnwache und wir sind nicht so groß wie ihr. Also jetzt so eine große Runde haben wir niemals. Aber das Gute ist, wenn man da selber mit 5, 6 Leuten steht, wie am Anfang. Wir haben jetzt über 100 Städte in Deutschland und dann ist man nicht alleine. Jeden Montag um 18 Uhr habt ihr auch dieses schöne Gefühl. Und Potsdam und Hannover und alle anderen Städte, über 100 Städte, sind gemeinsam. Und das ist eben das schöne Gefühl. Ich will dir auch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war in Venedig im Juli, habe eine amerikanische Freundin besucht. Und sie hatte für den Abend eingeladen, ein amerikanisches Pärchen zu treffen. Ich dachte mir, schön, USA, dann kann man ein paar direkte Informationen kriegen. Wir trafen die beiden abends. Und ich bekam zuerst einen Schock. Der Mann hatte ein T-Shirt mit einem NSA-Logo und ich dachte nur, oh je, dem kann ich jetzt nicht von unseren Montagsdemos erzählen und hielt mich etwas zurück. Aber dann gegen späteren Abend habe ich dann einfach mal so eine kleine Frage gestellt. Sag mal, wie ist denn das bei euch in den USA mit der Schuldenkrise und der politischen Stimmung? Und siehe da, der Typ fing an, mir eine Sache zu sagen. Ich bin fast vom Hocker gefallen. Er sagte mir, weißt du was? Bei uns in den USA gehen die Leute auf die Straße, aber keine Medien berichten darüber. Ich guckte ihn an und sagte, genau das wollte ich dir erzählen. In Deutschland gehen die Leute auf die Straße und keiner berichtet darüber. Und der Gute zeigte sich ans T-Shirt und sagte, weißt du was, mein Sohn arbeitet bei der NSA. Meine Tochter arbeitet beim Militär. Und ich kann dir was erzählen. Unsere Regierung in den USA hat Angst vor ihrer eigenen Bevölkerung. Das hat dieser Mann mir gesagt, der auch wohl Einblick darin haben muss. Er hat gesagt, die haben Angst. Ihr wisst doch, in den USA hat ja fast jeder eine Knarre zu Hause. Klar, dass dann die Regierung Angst bekommt. Wenn die alle mal aufstehen, die sind alle schon bewaffnet. Ja, und da gibt es tatsächlich Pläne, wie könnte die Regierung ihre eigene Bevölkerung entwaffnen, wenn es mal soweit ist. Das fand ich unheimlich interessant. Und solche Insider-Informationen liest man natürlich auch nirgendwo in der Presse. Das wollte ich euch nur kurz erzählen. Und dann, dass wir immer zu kämpfen haben mit diesen Medien, das ist eben ein großes Problem. Wir haben zu kämpfen mit den Medien, die, wenn, dann nur schlecht über uns berichten. Das führt dann dazu, dass man sich in seinem eigenen Bekanntenkreis ja schon auch rechtfertigen muss, weil die ja ihre Infos aus den Medien haben. Und so ist das ein ewiges Spiel. Und ich wünsche euch auch ganz, ganz viel Geduld. Und fangt auch mal damit an. Wir haben angefangen, Leserbriefe zu schreiben. Wir hatten zum Weltfriedenstag, 1. September, eine Veranstaltung in Potsdam. Keine von den Zeitungen hat sich blicken lassen. Dann gab es einen alten Herrn, der hat mir auf der letzten Montagsdemo erzählt, ja, er hat ganz böse Leserbriefe geschrieben. Und siehe da, mit vierwöchiger Verspätung gab es eine kleine Randnotiz, dass am 1. September in Potsdam eine Friedensveranstaltung stattgefunden hat. Wir müssen den Medien mehr auf die Füße treten. Und es bringt was. Je mehr Leserbriefe die bekommen, ich denke schon, dann können wir die etwas aufmerksam machen. Weil ich denke schon, in den Medien, das sind nicht die bösen Mainstream-Medien, sondern auch in den Medien rumort ist. Und wenn wir als einzelne Menschen dorthin schreiben und dann mit großer Zahl zu denen treten, können wir vielleicht auch bei diesen Medien was erreichen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Geduld und viel Kraft für die Zukunft und noch einen schönen Tag. Tschüss. Vielen Dank und nehmt schöne Grüße mit zurück nach Potsdam aus Hannover.